Heute bei Transfermarkt TV. Toni Kroos wird mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht und Deutschland startet am Wochenende in die EM-Qualifikation. Das und vieles mehr sind heute unsere Themen. In der zweiten Bundesliga wird zur kommenden Saison 19/20 der Videobeweis eingeführt. Dies haben die 18 Clubs bei ihrer Versammlung am Donnerstag in Frankfurt am Main beschlossen. Allerdings stimmten nicht alle Vereine für die Neuerung. So sprach sich beispielsweise der 1. FC Magdeburg in einer Mitteilung gegen den Videoassistenten aus. Seit Wochen wird in den Medien ein Interesse europäischer Großvereine an Luka Jovic kolportiert. Eintracht Frankfurt legt bislang allerdings kein Millionenangebot für den 21-jährigen Serben vor. Aufsichtsratschef Wolfgang Steubing sagte am Donnerstagabend bei einer Podiumsdiskussion in Frankfurt, es gebe definitiv kein Angebot. Die Zahlen, die da im Netz grassieren, lagen alle noch nicht bei uns auf dem Tisch. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und auch bei Nicolas Pepe wurde ja Anfang der Woche von einem angeblichen 80-Millionen-Angebot des FC Bayern berichtet. Wie Sky nun unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, wurde noch keine offizielle Offerte für den 23-jährigen Flügelstürmer hinterlegt. Sondierungsgespräche hätten allerdings durchaus stattgefunden. Der HSV wird den auslaufenden Vertrag mit Luis Holtby nicht verlängern und verzichtet dementsprechend darauf, ihm ein Angebot zu unterbreiten. Sportvorstand Ralf Becker habe den Mittelfeldspieler, der seit 2014 beim HSV spielt, am Donnerstagabend über die Entscheidung informiert. Insgesamt absolvierte Holtby in seiner HSV-Zeit bislang 134 Pflichtspiele. Entspannung zwischen Inter Mailand und Mauro Icardi. Nachdem der Entzug der Kapitänsbinde dem Stürmer das Verhältnis zu den Nerazzurri über Wochen verhagelt hatte, trainierte der Argentinier am Donnerstag erstmals seit Mitte Februar wieder mit den Kollegen. Er habe sein Exil beendet, wie es die Nachrichtenagentur ANSA formulierte. Und Superstar Cristiano Ronaldo hat von der UEFA eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro aufgebrummt bekommen. Der Portugiese hatte nach seinem Dreierpack beim Champions-League-Rückspiel gegen Atletico Madrid mit einer provokanten Geste in Richtung des Atletico-Trainers Diego Simeone gefeiert. Paris Saint-Germain bemüht sich offenbar um eine Verpflichtung von Toni Kroos. Das ist ein Gerücht vom französischen Medium RMC Sport. Und das wäre dann natürlich eine richtig große Nummer, sollte da tatsächlich etwas dran sein. Die Franzosen sollen offenbar ein Angebot für den deutschen Nationalspieler vorbereiten, der ja nach wie vor bei Real Madrid unter Vertrag steht. Aber der Deutsche soll aktuell mit seiner Position bei den Königlichen unzufrieden sein, gerade auch im Hinblick auf diese aktuelle Saison. Der hat ja auch wirklich einiges an Kritik abbekommen in dieser Spielzeit, auch von der spanischen Presse, teilweise sogar aus den eigenen Reihen. Da hat der eigene Real Madrid B-Jugend-Coach gegen Kroos gestänkert. Der hat daraufhin dann auch seinen Job verloren. Also da ist tatsächlich einiges im Argen gewesen in dieser Spielzeit. Aber jetzt ist ja Zinedine Zidane zurück als Trainer. Und dann ist natürlich auch die Frage berechtigt, ob der Franzose den Deutschen und viele andere Leistungsträger bei Real Madrid zurück zu alter Stärke führen kann. Er soll ja vermehrt auf die Leistungsträger der vergangenen Spielzeiten setzen. Und da hat Toni Kroos ja zweifelsohne gezeigt, dass er da einer der absoluten Führungsspieler bei Real Madrid ist. Hat immer noch einen Marktwert von 80 Millionen Euro. Der 29-Jährige, der seit 2014 bei Real Madrid unter Vertrag steht. Und der Kontrakt läuft noch bis 2022. 12 Titel hat er insgesamt geholt. Mehrfach die Champions League gewonnen. Das wisst ihr alle. 226 Spiele insgesamt. Also das wäre schon ein großer Karriereschritt für Toni Kroos, wenn er dann nochmal die neue Herausforderung bei PSG suchen sollte. Und wir machen weiter mit weiteren Gerüchten aus der Transfermarkt-Gerüchteküche. Gibt auch einiges aus der Bundesliga. Laut der italienischen Sportzeitung Tutto Sport soll Lazio Rom Interesse an Vincenzo Grifo haben. Der 25-jährige italienische Nationalspieler ist derzeit von der TSG Hoffenheim an den SC Freiburg ausgeliehen und spielt seitdem groß auf. In 8 Spielen in der Rückrunde gelangen ihm 7 direkte Torbeteiligungen. Nicht nur Tottenham Hotspur und Bayer Leverkusen sollen den portugiesischen Youngster Jota von Scouts beobachten lassen, sondern angeblich auch der FC Bayern. So passiert beim vergangenen Europa-League-Spiel von Benfica Lissabon, Jotas Club gegen Dinamo Zagreb. Das berichtet das portugiesische Medium O Jogo.
Die Position des Linksverteidigers gilt als größte Baustelle von Borussia Dortmund im kommenden Transferfenster. Ein weiteres Gerücht dreht sich derzeit offenbar um Ricardo Rodriguez, der noch einen Vertrag bis 2021 beim AC Mailand besitzt. Bereits vor der laufenden Saison wurde der Ex-Wolfsburger als Neuzugang beim BVB gehandelt. Übrigens soll auch der FC Schalke 04 den 26-Jährigen auf dem Zettel haben. Über Kevin Mbabu von den Young Boys Bern wird in dieser Saison viel gesprochen. Nach Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt soll nun auch der VfL Wolfsburg am Rechtsverteidiger dran sein, der noch bis 2020 in der Schweizer Hauptstadt unter Vertrag steht. Inter Mailand soll Interesse an Philipp Kostic von Eintracht Frankfurt haben. Gerade im Falle eines Abgangs von Ivan Perisic. Das berichtet Sport Mediaset. Beim Europa League-Duell mit der SGE konnten sich die Italiener bereits hautnah vom Können des Serben überzeugen. Allerdings wird der Transfer knifflig, denn die Frankfurter besitzen erstmal eine Kaufoption für Kostic, der derzeit vom HSV ausgeliehen ist. Außerdem sollen die Nerazzurri André Gomes auf dem Zettel haben. Der 25-jährige Portugiese wurde unlängst auch bei den Hauptstadtclubs Lazio und AS Rom gehandelt. Er ist noch bis Saisonende vom FC Barcelona an den FC Everton ausgeliehen. Real Madrid hat laut Sky Sports mit Philippe Anderson von West Ham United eine Alternativpersonalie auf dem Schirm, falls der Transfer von Eden Hazard im Sommer nicht zustande kommen sollte. Anderson spielt eine starke Saison für die Hammers, wechselte allerdings erst vor der Saison von Lazio Rom nach England. Und nach übereinstimmenden Medienberichten soll Paris Saint-Germain vor der Verpflichtung von Ander Herrera von Manchester United stehen. Der Spanier ist im Sommer ablösefrei zu haben und soll in der französischen Hauptstadt knapp 9 Millionen Euro im Jahr verdienen. Im Raum steht ein Vertrag mit einer Laufzeit bis mindestens 2022. Die deutsche Nationalmannschaft ist am Sonntag zu Gast in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam für das erste EM-Qualifikationsspiel dann gegen die Niederlande. Und es ist dann tatsächlich der Beginn der EM-Quali 2020 für die Mannschaft von Joachim Löw. Nicht aber für das Team von Ronald Koeman, für die Niederländer, denn die haben bereits eine Begegnung absolviert und die haben sie klar und deutlich gewonnen mit 4:0 gegen Weißrussland. Werfen wir mal einen Blick auf die Tabelle der Gruppe C. Auch Nordirland hat schon gepunktet. 2:0 gewonnen gegen Estland, gegen die Mannschaft mit dem geringsten Marktwert in dieser Gruppe. Deutschland steht da ja immer noch ganz vorne mit einem Marktwert von insgesamt über 1 Milliarde Euro aktuell. Und dennoch wird das eine ganz große Herausforderung, dieses Spiel gegen die Holländer, die ja momentan eine richtig starke Generation haben. Und im letzten Jahr gab es ja 2 Duelle mit der Elftal und keines der beiden Spiele konnte die deutsche Mannschaft gewinnen. Es gab ein 2:2 und ein 0:3. Dann schauen wir mal, wie das am Sonntag läuft. Es wird sicherlich auch die Frage sein, kann die deutsche Offensive dieses Abwehrbollwerk, diese super Innenverteidigung mit Virgil van Dijk und Matthijs de Ligt irgendwie ins Wanken bekommen? Da haben wir nochmal die wertvollsten Spieler. Bei den Deutschen ist Ter Stegen mit dabei und bei den Niederländern Frenkie de Jong, der Mann, der in der kommenden Saison für den FC Barcelona spielen wird. Also da wird große Qualität auf dem Platz sein. Und es wird ja viel gesprochen über das DFB-Team aktuell. Geht auch um den Umbruch, den Joachim Löw immer mehr vorantreibt. Und es gab Diskussionen um die Nominierungen, um die Nicht-Nominierungen. Da wird sich sicher der ein oder andere Spieler auch Hoffnungen gemacht haben, den Sprung zu schaffen in die Nationalmannschaft. Aber viele haben es dann tatsächlich nicht gepackt. Wir zeigen euch die wertvollsten Nicht-Nationalspieler aus Deutschland. Auf der 5 Philipp Max. Der wird das wohl unter Jogi Löw auch nicht mehr werden. Der 25-Jährige vom FC Augsburg, Marktwert 17 Millionen Euro. Auf der 4 Mahmoud Dahoud, 18 Millionen Euro. Der Marktwert des 23-Jährigen von Borussia Dortmund. Auch Davy Selke war noch nicht dabei bei der Nationalmannschaft, bei der A-Nationalmannschaft. Der Mann von der Berliner Hertha ist 20 Millionen Euro wert aktuell. Arne Meyer wartet auch noch auf seine erste Nominierung. 22 Millionen Euro für den Berliner. Und Florian Neuhaus ist aktuell am wertvollsten, der Mittelfeldmann von Borussia Mönchengladbach. Das sind die aktuell 5 wertvollsten Nicht-Nationalspieler aus Deutschland.
Und das war's auch schon wieder mit Transfermarkt TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal weiterhin fleißig abonniert und freuen uns natürlich auch auf die nächste Woche. Und zur Einstimmung auf das Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Niederlande schauen wir auf ein paar Highlights der Top-Spieler der Elftal aus der niederländischen Eredivisie. Bis nächste Woche, macht es gut und tschüss.